Danke, dass du mich bis hierher begleitet hast. Naja, kein Problem, habe ich doch gern gemacht. Nein, ist sie etwa? So, sind wir doch mal hier. Wie bist du denn? Mein Opa ist der allergrößte Gläubige in der ganzen Stadt. Woran er glaubt? Nun ja, er meint, ach, vergiss es doch. Okay. Dann können wir mal in die Häuser hier rein. Na, da ist er wohl auch gleich. Wir sollen Ketzer sein, du machst wohl Witze. Wie? Wer ist da? Was? Schleichst du hier so herum? Du wirst hier nichts finden. Rein gar nichts. Los, such so viel du willst. Wir glauben nicht an die Mana-Göttin. Du kannst jetzt wieder gehen. Du wirst hier nichts finden. Okay. Worüber hast du mit Opa geredet? Ich weiß es sowieso. Du kommst aus dem Imperium, um die Anhänger der Mana-Göttin zu verhaften. Siehst du, wie schlau ich bin? Was brabbelst denn du da für einen Unsinn? Geh dem netten Soldaten nicht auf die Nerven. Wir glauben doch nicht an so einen lächerlichen Aberglauben. Nein, ich will nicht länger meine Überzeugung verleugnen. Ich glaube an die Mana-Göttin. Und wenn du ein Problem damit hast, dann musst du mich halt töten. Mein edler Herr, bitte vergib diesen Jungen. Er ist als kleines Kind zu oft auf den Kopf gefallen. Er weiß nicht, was er da redet. Na los, töte mich schon, wenn du dich traust. Na, wird's bald. Oh, heilige Mutter des Mana, das war's dann wohl. Jetzt ist alles aus. Ja, bist du etwa gar kein imperialer Soldat? Oh, ich dachte, du wärst einer der Schergen des Schattenherrschers. Da habe ich mich wohl geirrt. Warum kommst du nicht rein? Du weißt es vermutlich, aber der Schattenherrscher. Hör mit den Entschuldigungen auf. Tut mir also leid. Es ist nur so, dass der Schattenherrscher seine Ketzerjäger auf Allgläubigen hetzt. Und in unserem Dorf gibt es so viele Gläubige, dass wir gebrandmarkt wurden. Es ist eine grausame Geschichte. Dann verrate mir. Was willst du wissen? Wie kann ich den Schattenherrscher bezwingen? Den Schattenherrscher bezwingen? Das meinst du wohl nicht ernst? Du? Alleine? Du willst den Schattenherrscher kalt machen? Spitze. Ich habe eine Rechnung mit ihm zu begleichen. Aber das wird nicht einfach sein. Er hat Herrscharen von Untergebenen und übermenschliche Kräfte. Nur der mächtigste aller Schwertkämpfer könnte es mit ihm aufnehmen. Ohne das Mana-Schwert ist es ganz und gar unmöglich. Das Mana-Schwert? Was genau ist es denn? Ich habe genau gesehen, wie deine Augen aufgeleuchtet haben, als ich das Schwert erwähnte. Der weise Chiba in Wendel weiß mehr darüber. Wendel liegt zwei Gebirge von hier entfernt. Es ist eine riesengroße Stadt. Ich kann den Schattenherrscher also mit dem Mana-Schwert besiegen. Auf nach Wendel. Fast hätte ich's vergessen. Man weiß nie, was da draußen für Gefahren lauern. Nimm lieber das hier mit. Dieses Seil bietet göttlichen Schutz. Wenn du es benutzt, schickt es dich automatisch zur letzten Mana-Statue, zu der du gebetet hast. Ist das nicht super? Ich hoffe, dass du bist dankbar. Gib dein Bestes da draußen. Danke. Aha. So, haben wir doch schon mal einen nächsten Wegpunkt, wo wir hinwollen. Im Shop. Ha, die Typen hier natürlich wieder. Ich bin ein überaus talentierter Apotheker. Wenn du ein paar Dinge sammelst, wie zum Beispiel Honig, Honigzwiebeln und Würfelbeeren, dann mache ich dir ein Honigelixier mit enormer Heilkraft. Okay. Entschuldigung, aber du scheinst ein Abenteuerdasein zu führen. Ich heiße Lu, kannst du mir helfen, meinen Vater zu finden? Ja. Mein Vater arbeitet in Wendel. Er hat Toppel verlassen, um da Arbeit zu finden und ist bisher nicht wiedergekommen. Ab und zu schreibt er mal. Aber die Adresse ändert sich ständig und wir können keinen Kontakt mit ihm aufnehmen.
Wir sind alle um seine Gesundheit besorgt. Ich möchte, dass du ihm diesen gegrillten Moloch bringst. Kannst du das für mich tun? Okay. Oh, vielen Dank. Gegrillter Moloch ist sehr gesund. Deshalb möchte ich, dass er ihn bekommt. Mein Vater heißt Marco. Nochmals danke für deine Hilfe. Okay. So, einmal einen Schluck hier trinken. Manche Leute benutzen auch Ketten als Waffen. Das Gute darin ist, dass man die auch wie ein Lasso benutzen kann. Man wirft sie aus und wenn sie sich richtig irgendwo festhaken, kann man sich daran rüberziehen. Hm. Willkommen. Objekt und Accessoires. Achso, und das wird sich nämlich auch so fortsetzen. Man kann dann hier nicht einfach... Ich weiß nicht, ob man irgendwann mal eine Waffe oder so kaufen kann, aber... Also kann man es genau sehen. Heilvergiftung und Degenerierungen. Negative Status und Wechsel und belebt Verbündeten wieder. Ja. Die sind bestimmt ein bisschen teurer, oder? Preis 100. Okay. Kann man sich hier plus 5 auf irgendwas geben lassen? Ist für 100, denke ich mal, okay. Also was uns jetzt am meisten interessieren würde, möglicherweise dann einfach Angriffskraft oder sowas. Hilft gegen Fauna-Gegner, okay. Sogar nur 25, ja, ich dachte, die sind dann mehr wert. Also hier, sowas könnte man jetzt theoretisch dann nochmal verkaufen. Ich weiß nicht, wozu man jetzt Gegner anlocken muss. Ja, wir können es auch erstmal sammeln. Also da gibt es jetzt nicht so diese Beschränkung wie bei dem alten Teil hier. Willkommen im Dorftoppel. Okay. Du solltest bei Stufenanstiegen auf eine bestimmte Klasse hinarbeiten, sonst wirst du nie richtig stark. Oh, und eines noch, bevor du gehst, deine LP und MP werden immer komplett aufgefüllt, wenn du eine neue Stufe erreichst. Ja. Aber hier halt nochmal der Hinweis, damit man dann eben diese Klassen dort auch bekommt. Man sagt, der Schlossherr von Schloss Vinket hinter der Flottergrotte sei ein Unterweltmajore. Das Tor zum Schloss steht nur nach Einbruch der Nacht offen. Mavol? Als ich noch klein war, hat Lord Granz immer gesagt, dass Mavolen und Menschen friedlich zusammenleben können. Okay, nee, schlafen wollen wir eigentlich nicht. Wir sind ja voll geheilt. Ist auch in dem Sinne ein bisschen albern, weil draußen ist ja, denke ich, eine goldene Mana-Statue, die einen voll heilt. Ne? Ja, das ist natürlich auch schon mal ein Hinweis. Also da geht es eigentlich um diesen Untoten da. Diesen Vampir-Freund. Hast du die Neuigkeiten gehört? Die Höhle nach Wendel wurde versiegelt. Versiegelt? Man sagt, der Schlossherr von Schloss Vinket hätte es veranlasst. Jetzt kann ich meine Tochter in Wendel nicht besuchen gehen. Genau, ne? Da muss man dann sozusagen dort übernachten. Auf den Wiesen liegt eine Menge Zeugs rum, aber man muss das Gras mähen, um es zu finden. Ja. Wohnsitz. Junger Mann, du trägst ein Schwert. Bist du ein Abenteurer? Du siehst aus, als könntest du damit umgehen. Ein Abenteurer? Ich weiß nicht, ob ich mich so nennen würde. Oh, dann habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte, du wärst vielleicht auf dem Weg zu dem Mann, der in der Hütte am Wasserfall lebt. Man sagt, er sei ein recht fähiger Ritter. Hütte am Wasserfall nördlich von Toppel. Wenn er wirklich so gut ist, hat er vielleicht ein paar Ratschläge zum Besiegen des Schattenherrschers parat. Ich sollte ihn besuchen gehen. War das denn Meister Bogart gewesen?
Mist, verdammt da. Ich werde dieses dämliche Notizbuch einfach nicht los. Genau, hier wird man, wie schon gesagt, eben voll geheilt. Ja, und also hier zum Unterschied, hier geht es dann halt auch mal einen anderen Weg zur Stadt raus. Ich denke, beim Original ging es ja dann nur nach Süden raus. Das ist noch etwas mehr gestreamlined, sagen wir mal so. Hey, warte mal eine Sekunde. Wenn das mal nicht der Knabe ist, den ich aus dem See gefischt habe. Hier ist eine Gelegenheit, dich erkenntlich zu zeigen. Und was für eine Gelegenheit. Ich habe genau das Richtige für dich. Wohin geht deine Reise denn? Geht dich nichts an. Also, ja, ich meine, irgend so ein random Typ, ne? Aber wir könnten es einfach mal sein. Heute ist dein Glückstag. Ich habe genau das Richtige für dich. Nein, es ist kein falscher Bart. Und hier wird auch nicht gefeilscht. Das hier ist Popoys Notizbuch. Kein echter Abenteurer kann ohne auskommen. Es notiert Monster. Es notiert Karten. Es notiert sogar deine Freunde. Es ist perfekt für dich. Und es kostet nur lausige 10 Lucre. Ja. Klingelingeling, vielen Dank. Du hast einen guten Geschmack. Wir sehen uns. Ja, das habe ich natürlich wirklich gern. Also eins sehen wir hier die Map. Wir sehen die Gegner. Wie viel wir davon besiegt haben. Da steht auch da ein Erfahrungspunkt, genau. Rechts dann sozusagen die Anfälligkeiten. Normaler Kreis ist, denke ich, mehr oder weniger normal oder sagen wir mal gut. Zwei Kreise ist, denke ich, anfällig dagegen. Dieses Dreieck heißt resistent und das X ist halt dann immun. So, denke ich, war das. Memo. Okay, ja, also so ein paar Sachen, die man hier halt lernen kann. Du hast keine Amigos. Aber da geht es, denke ich, hier irgendwie um diese Link-Geschichte. Ja. Na gut, dann mal auf hier. Zum Dorftoppel. Ja, die haben schon ein bisschen mehr Abwehr, beziehungsweise vielleicht ein bisschen resistent hier dagegen. Weiß nicht, können wir das jetzt sofort einsehen, wenn wir einen besiegt haben? Insekt. Ja, da sehen wir sofort. Schwert, Dreieck. Das ist also nicht effektiv gegen die. Interessant auch riechen und hören. Er kann nur riechen. Haben zwar nur 17 LP, aber sind halt an sich ein bisschen steiger und geben halt zwei Erfahrungspunkte. Warum das denn die Nummer 11 ist, weiß ich jetzt auch nicht. Na gut. Dann geht es vielleicht wieder noch irgendwelche Typen und sowas mit. Naja, wir gehen jetzt erstmal hier weiter. Fahrt zur Höhle. Na. Zutritt verboten. Aber man sieht schon, ist halt von der Map her jetzt doch ein bisschen andere Aufgabe. Ah, es kann, denke ich, tatsächlich auch sein, dass in der Nacht dann hier andere Gegner kommen. Also in diesem allerersten Gebiet kommt, denke ich, nur diese Pogo-Puschel. Toppelwolle. Das denke ich auch mal. Fluttermaus. Wird auch nicht besonders gut dazu, gibt auch zwei Punkte hier. Ja, hier geht's auch nicht hoch. Hier kann man, wie schon gesagt, noch ein bisschen mähen. Bringt halt theoretisch auch ein bisschen Geld ein. Ich denke, die Gegner selbst aber auch. Also, die ersten, ja, sehe ich auch nicht viel. Die werden ja auch zwei, drei Goldstückchen oder so mal geben. Ja. Geht's aber auch erstmal nicht weiter.
Vorsicht, Wasserfall. Okay, da müsste das dann hier wo sein. Ja. Die Hütte am Wasserfall. Lebt hier nicht der Ritter, von dem ich in Toppel gehört habe? Ein Brief. Ich warte in Wendel auf dich. Also bist du doch einer der Ketzerjäger des Imperiums. Ketzerjäger? Angehöriger des Imperiums? Immer mit der Ruhe. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Was hast du mit Herrn Bogart gemacht? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Du lügst. Au, au. Warum ziehst du nicht dein Schwert? So wie damals, als du mein gesamtes Dorf vernichtet hast. Moment mal, du missverstehst da was. Der Schattenherrscher ist mein Feind. Und wenn du eine seiner Untergebenen bist, werde ich mein Schwert ziehen. Ich, ein Untergebener des Schattenherrschers. Nimm das sofort zurück. Der Schattenherrscher ist der Todfeind meines Dorfes. Der Schattenherrscher ist also unser beider Feind. Da haben wir ja etwas gemeinsam. Du hast das Kranzimperium also auch. Du hast es auch. Und ob? Oh, hier. Ich habe diesen Brief gefunden. Er muss für dich sein. Ein Brief von Herrn Bogart. Hallihallo, ich bin Illumi, ein Lichtgeist. Ich bin ein echt helles Kerlchen und Heilmagie ist meine Spezialität. Wie geht's, wie steht's? Das ist ein Lichtgeist, oder? Kannst du etwa Geistermagie benutzen? Du hast vorher noch nie einen Mana-Geist gesehen? Sie zeigen sich schlechten Menschen nicht, also musst du ganz in Ordnung sein. Ich bring dir bei, wie man Geistermagie benutzt. Wähle unter Mana-Geister den aus, den du benutzen willst. Drücke dann auf dem Feld die R-Taste, um ihn zu rufen. Wie lange du die Taste gedrückt hältst, entscheidet, ob der Angriffs- oder Hilfsmagie angewendet wird. Drücke sie nur ganz kurz für Hilfsmagie und etwas länger für Angriffsmagie. Hast du es verstanden? Ja. Geistermagie, hm? Also kann ich ihn dann auch benutzen. Oh, fast hätte ich den Brief vergessen. Ich wusste nicht, dass er für dich war, als ich ihn gelesen habe. Entschuldigung. Dachte ich mir doch, es ist Bogarts Brief. Es geht ihm gut. Ich bin so erleichtert. Ich muss mich auf den Weg nach Wendel machen. Würdest du dir was ausmachen, wenn ich mitkomme? Du willst mitkommen? In Wendel lebt ein Weiser namens Chiba. Ja, ich habe von ihm gehört. Möchtest du mit ihm reden? Ja, es gibt etwas, das ich ihn fragen muss. Okay, dann lass uns zusammen nach Wendel gehen. Hey, da fällt mir was ein. Der Schlossherr von Schloss Vinkett hat die Höhle nach Wendel versiegelt. Wir müssen zu Schloss Vinkett in Osten. Okay. Moment. Darfst du das dann... Also, was haben wir denn hier jetzt noch? Hey, Leute, ja, gut. Bonbon und Engelskelch, ja. Fleischsorten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt erst wieder hier rausgehen müssen. Können wir jetzt wechseln? Ja. Vielleicht müssen wir dann mit ihr einen Charakter spielen, um dann diesen Zauber einzusetzen. Das weiß ich jetzt wirklich nicht, ne? Auf dem Weg nach Wendel werden wir Klippen überwinden müssen, aber wir können sie hochspringen. Springen erlernt. Du kannst springen, indem du die L-Taste drückst.
So, wenn wir jetzt nochmal umswitchen. Ah, okay. Mit ihr sehen wir dann diese Mana-Geister. Heilaura und Illumi ist dann halt der Angriffszauber dazu. Wir werden aber, weil wir das jetzt so gemacht haben, hauptsächlich mit den Held spielen. Das heißt aber auch, dass sie jetzt zum Beispiel das hier machen kann. Und wenn man halt sieht, wenn man einfach nah dran steht, geht es dann halt einfach auf beide, was natürlich äußerst hilfreich ist. Also wir haben sie ja auf mit Magie angreifen gestellt. Ich weiß nicht, ob das jetzt außerhalb der Reichweite war. Also hier geht es erstmal nicht weiter, das heißt, wir müssen in die andere Richtung. Das ist vielleicht dann doch übertrieben, wenn sie die ganze Zeit dort castet. Ich denke, da helfen uns die Magiepunkte dann mehr, wenn wir die zum Heilen benutzen können. Wenn du durch die Höhle willst, vergiss es besser. Da drinnen blockieren Metabälle den Weg. Aber keine Sorge, ich weiß, was zu tun ist. Du musst nur im Hinterkopf behalten, dass es verschiedene Typen von Metabällen gibt. Und jeder Typ eine Schwäche hat. Was für ein Schlamassel. Da kann wohl nur noch Ken weiterhelfen. Kannst du das für mich tun? Okay, abgemacht. Ja, trotzdem mal ein Level-Up gleich hier. Wie schon gesagt, wir bleiben jetzt erstmal hier dabei. Zack. So. Noch mal hier rein. Flottergrotte. Ich denke, sie macht das aber automatisch, oder? Ja. Was denke ich hauptsächlich so eine Art Magier-Level-Up oder sowas sein wird, gehe ich mal davon aus bei ihr. Okay. Ich weiß jetzt gar nicht, gibt es denn hier drin auch eine Map? Nee. Vogelfleisch. Okay, aus einer Fledermaus raus. Ehrlich etwas weit hergeholt, aber na gut. Ah, das meint also. Okay, und die sind eben zum Beispiel diese Blobs. Natürlich resistent erstmal gegen unser Schwertchen hier. Wir können mal schauen, kann sie da drauf hauen, aber ich denke auch nicht. Das geht natürlich.
Aber man braucht halt eben diese Magiepunkte. Aber ist natürlich schon mal interessant hier. Wir geben immerhin 3 Erfahrungspunkte. Und die allerdings ja auch. Und da sehen wir, man könnte sie nur mit sehr begrenzten Waffen angreifen, die wir halt momentan noch haben. Wir haben nur Stab und Schwert momentan. Sind anfällig eben gegen diese speziellen Zauber, gegen einige Zauber sind sie trotzdem auch immun. So, von da drüben aus kamen wir. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, die da alle zu besiegen. Okay. Ja, es gibt auch mal Stellen, wo es jetzt nicht unbedingt immer gleich was geben muss. Hier geht's hoch. Ja, bei dem könnte man schon noch ein bisschen mehr Angriffskraft übertragen hier. Ja, man muss auch sagen, wenn man hier so dann drin gefangen ist, direkt vor denen, dann ist auch ein bisschen schwer, die Kombo ordentlich zu machen. Bogen erhalten. Der Wirkungsbereich von Angriffsmagie hängt von der momentan ausgerüsteten Waffe ab. Ja, das kommt eigentlich auch noch dazu. Momentan haben wir halt noch keine Magie. So, wie gesagt, wir machen hier mal weiter. Und da könnten wir natürlich jetzt nochmal schauen. Diese Gegner hier sind nämlich mit dem Bogen verletzbar. Das ist natürlich schon mal hilfreich. Das ist, wir können natürlich noch mal schauen hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Achso, ja, wenn man den Pfeil reinsteckt, kann man direkt, also sozusagen entspannt im Bogen, kann man sofort schon einmal treffen, ja. Ja. Hier brauchte man eben diese Angriffsart, um da weiterzukommen. Somit war da auch sichergestellt, dass man halt diesen Bogen da findet. Zeigen. Ja, ich denke, der schießt einfach nur weiter, macht halt mehr Schaden. Ja, also beim Bogen ist relativ unspektakulär. Ist ja sogar mehr Abwehr als wir. Bogenduell hier. Wobei, ja, sieht man schon, die sind schon relativ resistent dagegen. Also macht nicht wirklich Sinn. Aber ja, natürlich solche Gegner, die sich nicht wirklich dagegen wehren können. So, wechseln wir doch nochmal kurz zurück. Okay, und da hat man es eben gesehen, der ist jetzt immun dagegen. Dagegen auch. Könnte sein, dass du jetzt sogar Stab machen musst.
Ah, okay, weil das auch, man sieht das so ein bisschen an der Form. Also das war jetzt so ein rundes Teil, was er dort so hatte. So wie so ein Knüppel da. Und ich denke mal, dass das dann auch damit zusammenhängt. Wir. Genau, ne, hier sieht man ja. Wo war das jetzt? Stoßen und Schlitzen, wobei ich hätte jetzt mal vermutet, dass das andere auch Stoßen ist. Also hier kann das jetzt leider halt nicht auswählen hier, von daher können wir das jetzt nicht genau sehen. Aber gut. Okay, einmal durch hier. Solange wir sie zum Heilen mit dabei haben, ist das natürlich alles kein Problem hier. Wobei man sieht schon, gegen diese Jungs hier könnten wir durchaus noch mal ein, zwei Levelchen vertragen hier. Vielleicht bis wir zumindest mal diese erste Klassenaufstieg da haben. Was dann ja nur noch ein Level nach diesen hier wäre. So, jetzt hier rüber oder darüber. Ich denke, Richtung Osten müsste, wenn ich es richtig, wenn es so wie beim originalen Spiel ist, wahrscheinlich ja Richtung Dings hier gehen. Ne? Zu der Höhle, wo man dann diesen Schlüssel braucht. Achso, der hat sich dann halt einfach dahin teleportiert. Umgebung von Winkett. Schloss Winkett im Norden, Echsensumpf im Süden. Okay, dann gehen wir aber doch mal den anderen Weg noch lang. Wir bleiben jetzt mal bei dem Schwert hier. Das wollen wir natürlich noch mal sehen, was da drüben ist. So, schnell hierher. Also falls es da wirklich was geben sollte, wo man so hin könnte. Wie sieht die vergiftet hier? Wirklich geht es hier auch einfach nicht weiter. Wieder rüberspringen? Ah, wir sehen schon diese Steinchen hier. Also, sie ist nicht aufgestiegen, ne? Ja. Geh nicht weggehen. Da werden wir uns irgendwann wohl noch drüber ziehen können. Was der eine Mann da auch schon gesagt hatte mit dieser Kette. Oder nennen wir es mal Enterhaken. Nee, ist ja mehr so wie so eine Kettenpeitsche hier. Wie schon gesagt, im Originalspiel, ich bin mir jetzt von der Timeline nicht ganz genau sicher. Aber könnte es sein, dass das ja vor... A Link to the Past vielleicht sogar rauskam, dann haben die das sogar in Anführungszeichen erfunden. So, na gut. Ab. So, und jetzt nochmal Dieb hier. Neue Klasse. Dieb. Zählen plus 5 und kritische Treffer von bis 5.
Und das ist, denke ich, auch so was relativ Einzigartiges, was nur diese Diebesklassen dort haben. Die allermeisten bekommen dann halt Boni auf irgendwelche Waffen oder Zauberfähigkeiten. Und also da kriegen wir nochmal extra Trefferchance und halt Crit-Chance. Gar nicht mal so schlecht. Und weil es halt jetzt nicht auf eine spezielle Waffe, sagen wir mal, jetzt gebunden. Und daher gar nicht mal so schlecht. Und das geht, denke ich, wenn ich rechne, sind wirklich auch bis Level 99 oder so. Und jetzt sehen wir hier auch Dieb. Kann man hier nochmal nachlesen, was das da macht. Ja. Ich denke, diese Talentstufen gehen wirklich bis 99 oder so. Also wenn man jetzt unbedingt will, kann man das ja sozusagen dann ewig lang aufgrinden. Aber ja. Fledermaus hat wohl irgendwie Angst vor uns gehabt. Aber wir gehen natürlich erstmal nach Süden zu diesem Sumpf. Hey Ken, ich habe hier was ganz Besonderes. Und wir nur läppische 50 Luche, gehört es dir? Ja? Es ist eine Kaktusessenz. Du gießt sie einfach in einen Topf und viola, schon wächst ein Kaktushaus. Probier es gleich mal aus, wenn du einen Topf findest. Klingeling, vielen Dank. Du hast einen guten Geschmack, wir sehen uns. Das ist eine weitere spezielle Sache und hier haben wir auch so einen Topf gleich. Aber bevor wir das jetzt sofort machen, müssen wir erstmal noch ein bisschen hier runter gehen. Theoretisch dürfen wir dann bei diesem Sumpf hier irgendwie nicht weiterkommen. Die Echsensumpf Norden. Straße nach Wendel im Süden. Echsensumpf. Au, au, au. Oh. Wahrscheinlich besonders viel Schaden zu machen. Ah, hier denke ich mal, wollen wir noch nicht direkt gleich rein. Könnten natürlich mal schauen. Möglicherweise macht der Bogen hier ein bisschen Schaden. Ja. Das ist zumindest mehr als eins. Zikadenohrring. Noch mehr Geschick. Aber warum nicht? Nach Wendel. Und da müsste es theoretisch, denke ich mal, wahrscheinlich irgendwo nicht weitergehen. Kannst du da eins eigentlich durchlassen? Nee. Okay. Dann kommen wir da erstmal noch nicht weiter. Beim Original war es ja so, dass man, bevor man dann zu diesem Vinket kam, noch irgendwo, also dass er nur Cats hieß, ja noch irgendwie was anderes machen musste. Aber gut. Ich habe schon gedacht, ich denke mal, diese Topfgeschichte schauen wir uns vielleicht beim nächsten Mal an. Dann gehen wir doch mal dahin. Sieht auch gleich ein bisschen anders aus. Bin ich etwa der Einzige, der ein schlechtes Gefühl bei der Sache hat? Oh, hast du etwa Angst? Ich? Angst? Machst du Witze? Hey, da drüben bei dem Baum, da war was. Ich glaube, du bist diejenige, die hier Angst hat.
Beweg dich, du bist im Weg. Was? Sag das nochmal. Der Schlossherr ist ein Vampir. Er jagt junge Frauen und saugt ihnen das Blut aus. Aber du bist männlich, also hat er keine Verwendung für dich. Verschwinde von hier. Ein Vampir? Ganz bestimmt. Ich... Was ist denn? Ich habe wirklich etwas gesehen. Da war ein Gespenst. Ja, ganz bestimmt. Ich habe es gesehen. Es war der Geist eines traurig aussehenden Mannes. Das war aber bestimmt nur ein Ast. Du bist ja ein richtiges Nervenbündel. Okay, dann mal los. Also ist schon ein bisschen anders wie beim Original, wo das so relativ vage war. Hier ist ein Hotel, kann man sich ausruhen, so ungefähr. Sieht ja natürlich schon anders aus. Das heißt, ich gehe mal davon auch aus, auch wenn man in diesen Sumpf reingegangen wäre, wäre es doch dann sicherlich auch nicht weitergegangen. Schloss Vinket. Ja. Willkommen auf Schloss Vinket. Tut mir so leid, dass wir so spät hier ankommen, aber wir würden gerne noch mit dem Herrn des Schlosses reden. Mit dem Grafen? Vielleicht kann ich den jungen Herrschaften behilflich sein. Naja, in Wendel. Es ist sehr wichtig, deshalb würden wir lieber mit ihm persönlich reden. Ich bin untröstlich, aber der Graf schläft zurzeit. Es wäre mir eine Freude, wenn meine Wenigkeit den jungen Herrschaften persönlich weiterhelfen könnte. Nein, danke, wir kommen einfach wieder, wenn er wach ist. Bedauerlicherweise ist unser Tor nur des Nachts offen. Wäre es den jungen Herrschaften genehm, hier zu warten, bis er erwacht? Aber es ist hier irgendwie... Andere Gäste? Wie ungewöhnlich. Ich bin hoch erfreut, euch zu sehen, Frau Isabella. Ist das Zimmer zu eurer Zufriedenheit? Kann ich euren Aufenthalt irgendwie noch angenehmer machen? Alles bestens, ich fühle mich schon richtig zu Hause. Habt vielen Dank für eure freundlichen Worte. Bleibt ihr beide auch über Nacht? Aber stört den Grafen nicht. Was gedenken die jungen Herrschaften zu tun? Wir nehmen das Angebot an. Wir werden über Nacht hier bleiben. Ausgezeichnet. Ich meine, wie die jungen Herrschaften wünschen. Hey, du hättest mich ruhig vorher fragen können. Musste mal so rumrotzen. Es ist total gruselig hier. Hier wimmelt es bestimmt nur so von Gespenstern. Du bist ja total paranoid. Was würden wohl unsere Gastgeber sagen, wenn sie dich so einen Mist verzapfen hören würden? Jetzt sage ich dir mal was, mein Lieber. Ich vertraue dir immer noch nicht völlig. Wenn das hier eine Falle ist, wirst du es bereuen. Eine Falle? Und was hätte ich denn davon? Wir sind hierher gekommen, um die Höhle passierbar zu machen, falls du dich erinnerst. Behalte die Nacht über aber deine Pfoten bei dir. Hast du euch mal in den Spiegel geschaut? Das Zimmer der jungen Herrschaften ist hergerichtet. Nee, hey, das war einer hier. Jetzt kenne ich. Ich weiß nicht, ob man möglicherweise dann trotzdem noch diesen komischen Spiegel oder so dann wieder findet, aber, ne? Können wir jetzt hier einfach schlafen? Hier können wir jetzt auch nicht gehen. Versuchen wir wieder zu gehen. Schloss Vinket. Oh, die anderen Gäste. Du bist also auch ein Gast des Grafen? Bitte nennt mich Isabella. Ja, ich wohne zurzeit in diesem Schloss.
Ist irgendwie etwas Ungewöhnliches geschehen? Nun ja, es gibt da ein paar seltsame Gerüchte. Oh, ihr meint diese Vampirgeschichten? Ja. Keine Sorge, er hat sich ziemlich verändert, seit er hierher gezogen ist. Du kennst den Grafen also? Das könnte man sagen, ja. Ich kenne ihn sogar ziemlich gut, besser als die meisten. Ihr beide seid also ein Paar? Ein Paar? Oh, das wäre nett. Lasst mich raten, ihr seid gekommen, um die Höhle nach Wendel passierbar zu machen. Kein Problem. Dachte ich mir, nun gut, da ich ja anscheinend seine Freundin bin, werde ich ihn für euch darum bitten. Das würdest du tun? Vielen Dank. Oh, du bist ein Schatz. Ich gebe euch außerdem einen Tipp. In der Modergrotte ist ein Mana-Geist gefangen. Den solltet ihr mal besuchen. Vielen Dank für alles. Die Modergrotte liegt östlich dieses Schlosses. Sie ist nicht besonders gefährlich, aber sei trotzdem vorsichtig. Da, genau. Also dann gibt es also da doch... Weil das war ja so, dass man dort in diesen Sumpf auch erst mit rein musste. Okay. Da kann natürlich sein, dass jetzt die Reihenfolge wieder ein kleines bisschen anders ist. Oder sagen wir mal, was heißt anders? Dass bevor jetzt hier irgendwas passiert, oder? Ah, ich habe seit Jahren nicht in einem richtigen Bett geschlafen. Okay, nee, dann geht's doch erstmal hier weiter. Hey, ich schlafe nicht einfach ein. Hast du Isabella nicht gehört? Der Graf ist ein Vampir. Sicher Vampir. Du solltest doch nicht... Ach, vergiss es. Ach, was soll's. War ein anstrengender Tag heute. Ich sollte mich auch hinlegen. Schon am Pennen. Echt kein Pflichtgefühl. Erinnert mich an zu Hause. Das bedeutet wohl wieder Abendträume. Mach dir keine Sorgen um mich. Du musst weglaufen. Nein, ich lasse dich nicht zurück. Ich habe mir den Knöchel verstaucht. Lauf schon. Aber meine Mutter hat mir gesagt, dass ich dich beschützen soll. Also lauf. Meine Eltern und ich werden nachkommen. Verstanden. Wir treffen uns später. Ja. Das ist dein Versprechen. Ja. Schon wieder dieser Traum. Sie ist weg. Wo ist sie hin? Okay. Die junge Dame sieht in der Tat viel, sehr vielversprechend aus. Der Graf wird hoch erfreut sein. Meinen die etwa Sarah? Der Graf soll doch ein Vampir sein. Ich muss sie retten, und zwar pronto. Hat sie noch mal was zu sagen? Ist sie etwa auch? Isabels Tagebuch. Zanbei Monat. Visuvi-Tag. Dieser schwere Nöter. Ich dachte, ich würde ihn wiedersehen. Und er verschwindet in die Welt der Menschen. Der hat vielleicht Nerven. Aristokratische Teufel. Was geht bloß in deren Köpfen vor? Sonstige Neuigkeiten. Die drei Gamma-Ritter haben Vandol besiegt und den Frieden wiederhergestellt. Einer der drei Gamma-Ritter war ein Minnesänger namens Kranz, der über eine magische Stimme verfügte. Da fällt mir ein, wollte diese affige Prinzessin nicht Nachforschungen über diesen Kranz anstellen? Ist ihr in der Welt der Menschen etwas zugestoßen? Ich muss dem nachgehen. Ein Tagebuch. Ist das Isabellas? Moment mal, die Gamma-Ritter waren vor 20 Jahren aktiv, zu Lord Kranz Zeiten. Wie alt ist Isabella? Tja. Okay.
Dann würde ich auch fast mal sagen, bevor wir jetzt hier noch das ganze Schloss machen, da war ich mir eben nicht mehr sicher, ob man dort vorher dann auch nochmal in diese Höhle rein muss, um sich da dann irgendwas zu holen. Aber mit diesen hier Spiegel oder ähnliches, aber möglicherweise findet man den jetzt auch direkt hier drin. Das weiß ich jetzt einfach nicht mehr genau. Und ja, von daher würde ich sagen, soll mir das jetzt hier an der Stelle erstmal genügen, bevor wir uns da jetzt durch das komplette Gemäuer hier noch wieder durchkämpfen müssen mit Zombies und ähnlichen wahrscheinlich. Ja, von daher auf jeden Fall interessant. Wir hatten jetzt gesehen, im Süden diese Straße nach Wendel ist da irgendwie gesperrt, wo wir jetzt offensichtlich erstmal nicht durchkamen. Und die Lösung dazu ist wohl im Sumpf im Osten. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir das alleine mit dem Held machen müssten. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, es sei denn, es würde jetzt hier erstmal nicht weitergehen. Das wäre jetzt die Frage. Allerdings, ja, will ich das jetzt auch jetzt nicht nochmal so direkt herausfinden. Ja, von daher denke ich, ist jetzt einfach ein ganz guter Moment, um da hier mal so einen Cut für heute zu machen. Und ja, dann werden wir uns auch auf jeden Fall mal dort ansehen, werden dort demnächst sicherlich weiterspielen. Ich weiß nicht, ob ich morgen vielleicht nochmal eine kleine Runde Rogue Legacy 2 oder sowas einwerfe, aber das werden wir mal sehen. Donnerstag dann vielleicht wieder Breath of Fire 2 und ja, wird man mal schauen, aber demnächst spielen wir hier dann natürlich auch weiter. Also von daher würde ich sagen, erstmal soweit, bis dahin.